Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015, weiterhin hier auf Ackerndorf mit dem unwiderstehlichen, geilen Glabur, mit dem kleinen Jan und den Abspritzer Klaus. Jo, guten Tag. Ich müsste dann immer so einen Ton einspielen, wenn ich sage Abspritzer Klaus. Nein. Ah, oh, wie episch, Alter. Ah. Ich habe erst 61%, Klaus. Oh. Und der Hänger sieht aus, als wenn da, also hinten das Ladeteil sieht aus, als wenn da schon voll wäre. Nee, gleich überläuft. Ja. Na, wenn gleich mit Ultra vorbei ist. Ja, dann fahre ich mein Rohr für dich aus. Hä? Muss schon dichter kommen, Klaus. Ja, kommt. Und da hauen wir den Klaus erstmal voll bis unter den Arsch. Ja. Oh, Klaus hat einen Brumm. Schon wieder. Jo. Oh, deinem Kabel was aufs Maul. Na, verprügel ich gerade schon. Oh, 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 komm, Baby, komm. Achso, ich denke gerade, dabei bin ich jetzt zu langsam, oder du? Nee, der wollte nicht mehr. Nee, da war da irgendwie so ein Loch. Ich könnte sogar fast voll werden. Bleib einfach neben mir. Ja. Nö. Aber du kannst abdüsen. Ja, ab ins Lager damit. Macht so viel Spaß, das Ding zu fahren. Ja. Aber irgendwie sind wir doch ganz schön schnell, ne? Da haben wir noch ein paar voll. 5 Stück haben wir noch Zeit. Pottwetter hier. Ich bin froh, dass wir ernten können. Ja. Auch diese Reifenspuren, Alter, so mega dick. Alter, den dicken. Denke jetzt mal nicht. Lol, Jan, fährst du von innen? Ja. So. Guck mal den Scheibenwischer an. Ja. Das ist irgendwie ein Strich. Wo läuft der lang? Da gibt's gar keine Schiene. Keine Ahnung. E-Tech-Hologramm. Eine digitale Anzeige als Scheibenwischer. Sieht aber geil aus, wenn du von innen fährst. Oh. Große Nachfrage an der BGA für Maismehl haben wir nicht. Guck mal, ich komme immer das, was wir nicht haben. Ja, immer. Ja, so wie immer. Nur wie Klaus. Ja, wenn man sich das jetzt hochrechnet, könnte es sein, dass wir in LS15 vielleicht noch eine Map zeigen. Mhm. Dann könnte es sein, dass dann schon das nächste kommt. Kann sein. Wenn ich jetzt den Kartoschka. Wer erstmal kommt, wird wischen. Mal gucken, wie die Rüben hinkommen. So, voll wieder aufgeschoben. The Division, ne. Nein, ist ja fertig, Jan. Oh, Scheiße, ja. Ich hab geschlafen. Ist ja fertig vom Prinzip. Da kann immer wieder was passieren. Na gut, aber
Naja, so viele Leute wollen es ja nicht spielen. Für viele ist es ja kein richtiges Spiel und so. Ja. Keine Ahnung. Ich feiere das Spiel. Ich habe es mega gefeiert in der Open Beta. Die Grafik ist schön. Die Atmosphäre kommt geil rüber, wenn schlechtes Wetter ist und so. Was will man einfach mehr, Jan? Ist so. Ja. Und Shooter-Feeling ist aufgekommen. Also fand ich zumindest. Und eigentlich mich zu überzeugen, Leute, das dauert ziemlich, ziemlich lange. Ja. Oh, es hat geklingelt. Ich bin sofort wieder da. Jo. Essen ist da. Oder der Postbote, oder ganz spannend. Und Lieferheld, halt Ding Dong, Essen ist da. Willkommen bei Lieferheld. Stellen Sie jetzt in Wert von 999 Euro. Ey, du überholst mich! Du Arschloch. Ruf mal. Mein Sohn ist gerade gekommen. Hat keinen Bock mehr gehabt, draußen zu spielen. Ist zu kalt, sagt er. Kann ich auch was bei dir hinten reinkippen? Das wäre lustig. Bleib mal langsamer. Bleib mal langsamer. Hallo, halt doch an. Achso, du schiebst mich mit, ja, okay. Ich hab keinen Spritverbrauch mehr, cool. Das ist Leistung. Leistung. Junge. Leistung. Hast du den neuen Bugatti schon mitgekriegt? Ja, diesen blauen, oder was? 1500 PS. Okay, cool. 420 km/h. 380 km/h für normale Leute, die den kaufen. 420, wenn du einen Spezialschlüssel bekommst. 128 km/h für die normale? 380, ja. Ich habe 128 überstanden. 380 und für die Leute, die den Spezialschlüssel bekommen, also wo er aufgeht, läuft 420. Das Ding würde viel, viel schneller noch laufen, haben sie schon angekündigt. Aber das Ding wird nicht freigeschaltet für keinen. Heftig, ne? Ganze 8 Minuten 100 Liter Verbrauch. Bei Vollgas. Also du hast 8 Minuten Spaß. Und dann musst du tanken und hast auch... Dann hast du 100 Liter durchgehauen. In 8 Minuten. Jetzt mal ganz ehrlich, wer ist denn so dämlich? Leute, die Spaß haben wollen. Für 8 Minuten. Für 8 Minuten. Mit jedem Skyline, der an diese PS-Grenze erreicht, fahre ich länger wie 8 Minuten. Also schon ein bisschen dumm, oder Jan? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Nur weil der ein Vierfach-Turbo und dann 16 V-Ventile. Keine Ahnung, ich finde das Ding sowieso total überhyped. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist cool. Nö, finde ich nicht. Weil Königseck, Bugatti, auch voll cool. Weil du einfach mit jedem heute getunten Auto das Ding abhängst. Sieht man ja genug Videos bei YouTube. Ist ja keine Laberei oder geschweige irgendwas anderes. Also mich, oh Gott, würde, die Tune. Mich würde das ganz nicht mehr tunen, das Ding. Das Ding ist am Limit vom Limiten. Also mich würde das schon belasten, wenn ich mir einen Bugatti kaufe, der über 1 Million kostet und so ein Schuler Skyline zieht mich ab, Alter. Also es würde mich schon belasten. Und das hat auch nichts mit Fame zu tun, boah, ich muss den haben, weil ich das Geld habe. Nein, das ist dumm. Das ist einfach die Firma Bugatti, das Geld in den Arsch stecken. Dann schmeißt doch lieber gleich in eine Weser, haben die Leute mehr von. Also das Volkswagen, ist, das Auto. Ha, die haben jetzt auch erstmal eine wirtschaftliche Krise. 11,2 Millionen Autos müssen sie zurückrufen weltweit. 11,2 Millionen, Alter. So wie Mars jetzt und Snickers. Ja, weil da so Plastikdinge war, oder? Weil also da angeblich Plastik drin ist. Ja, und jetzt sind sie am Überlegen, das an Katzenfutter herzustellen, also Tierfutter da draus. Also keine Ahnung, also. Ja. Ja, aber ich möchte nicht wissen, was das wirklich für Schaden ist. Das ist jetzt genauso wie unser Behörde sich darum kümmert, dass Windows angeblich zu viele Daten abfragt. Ja? Und du das nicht ausstellen kannst. Ach so! Jedes Android-Handy fragt Daten ab. Jedes WhatsApp, jedes Facebook. Jeder Fernseher, jedes Auto. Aber ihr kümmert euch um Windows 10, was einfach
Bullshit ist, wenn ihr euch darum kümmert, liebes Deutschland, ja, dann kümmert euch doch um alle. Und nicht nur, oh ja, jetzt haben die Amerikaner uns angeschissen wegen VW, ja, und jetzt müssen wir denen auch einen reinwürgen mit Microsoft. Ach, das ist doch so, Verbraucherschutzzentrale, wisst ihr, was das ihr seid? Pfeifenköppe. Ganz einfach, ihr seid einfache Pfeifenköppe. Kümmert euch einfach mal um Sachen, die wichtig sind in meinen Augen. Und das können sie nicht. Das ist einfach so. Warum gibt es einen Staubsauger nur noch mit 1200 Watt? Weil wir Energie sparen müssen. Ach so, wenn ich mit diesem Staubsauger staubsauge, muss ich die doppelte Zeit staubsaugen. Ja, weil ich den Dreck nicht aus dem Teppich kriege. Hallo, McFly. Ja, Verbraucherschutzzentrale, kümmert euch mal um sowas. Ja, das wäre vielleicht mal angebracht. Kevin, du kommst noch hoch und runter, kommst du noch, ne? Locker, ich habe nur 60%. Gut. Weiß nicht, warum Jan Lärm macht. 80. Nein, keine Ahnung, Leute. Weißt du, die sollen sich einfach um Sachen kümmern, die ich finde, die viel wichtiger sind, wie Android. Warum gibt es nach 6 Monaten direkt von Android kein Update mehr? Es gibt dann Lollipop oder wie diese ganze schwule Scheiße heißt. Ja, ist genau das Gleiche. Um sowas sollten sie sich lieber kümmern. Dass du weiterhin Sicherheitsupdates für dein Handy bekommst und... Lollipop? Und dies und jenes, ja. Android macht das jetzt so, wenn du dir jetzt ein neues Handy kaufst, dann kriegst du ungefähr 6 Monate oder sagen wir auch vielleicht ein Jahr Updates für dieses Handy und danach bekommst du Lollipop oder wie heißt die andere? Keine Ahnung, kriegst du dann drauf. Ich benutze kein Android, nur zu eurer Info. Ich schon. Aber es ist einfach eine Frechheit in dem Sinn, aber die Leute beschweren sich, wenn Microsoft Windows XP nach über 7 Jahren oder was die Updates einstellt. Ja, naja. Das ist wieder so ein Diskussionsthema, wo morgen der Daumen wieder ganz tief unten sein wird, nur weil ich die Wahrheit sage. Nein, aber es ist einfach so. Ich finde, unsere Verbraucherzentrale sollte sich lieber um Sachen kümmern, die viel, viel wichtiger sind. Ach, Jan kommt da angefangen. Wieso kommen um 0 Uhr 090 Werbung? Ich finde, das ist eine Verbraucherschutzzentrale, wo die sich drum zu kümmern hat, dass die kleinen Kinder das nicht sehen. Warum kommt auf DSF nachts immer nur Pornos? Gibt es so viele... Einfach so D-Max oder so im Schleichen. Ja, D-Max genauso. Ja, D-Max, ja. Und nachts guckst du irgendwas mal Spannendes hier, Schwertmacher oder irgendwas anderes. Und dann 090. Ruf jetzt an. Ganz heiße Omas in deiner Nähe. Ja, aber findest du das nicht belästigend? Ja klar, ja. Juckt mich der Scheiß. So, findest du das nicht belästiger, als wenn Microsoft irgendwelche Daten von deinem Rechner abruft? Also ich finde das belästiger, wenn ich ganz ehrlich bin. Und erstens, wenn man Familienvater ist und sich ein bisschen Gedanken um seine Kinder macht, dann ist das einem schon wichtig. Liebe Verbraucherschutzzentrale. Aber nein, da geht es ja um Geld. Ja, sonst können die Sender ja nicht leben. Ja. Was ich bei NTV cool finde, Nats, ist es ja so, also ist mal gleich jetzt einer nach einer kurzen Pause, aber da kommt überhaupt keine Pause, dann geht's sofort weiter. Das geht sofort weiter. Ja. Oder bei History Channel ist das ja auch, die machen dann ja keine richtige Werbung, sondern da kommt dann ja so ein Spot in dem Sinne, was dann noch passiert in Deutschland oder hier und da. Ja, so eine Kurzgeschichte, die 15 Minuten geht. Mhm. Ich habe keine Ahnung, also über solche Themen kann ich mich zurzeit mega abfucken, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil ich finde, unsere Verbraucherzentrale, die kümmert sich gerade um Sachen, die total unwichtig sind. Ja, mein Vater hat sich schon über diese Sachen aufgeregt, mit dieser 090-Werbung. Und hat keinen interessiert. Und heute interessiert es auch keinen, weil dann die liebe Verbraucherzentrale ja Geld in den Arsch gesteckt bekommt von den Fernsehsendern. Und es ist ja nach 12 Uhr, da sollen ja keine Kinder wach sein. Da gebe ich jedem recht, da sollen keine Kinder wach sein, aber jedes Kind ist auch mal krank. Oder es ist irgendwann mal Wochenende. Also keine Ahnung, also sowas finde ich absolute Frechheit und um sowas sollten die sich kümmern, meiner Meinung nach. Ja. Oder warum kommt einen ganzen Tag auf RTL diese Hartz-IV-Scheiße? Das ist genauso. Darum sollte sich die Verbraucherschutzzentrale mal kümmern. Weil unsere Kinder kriegen da durcheinander Waffel. Auf Streife, Blaulicht,
Blaulicht geworden. Ja, das ist alles Schwachsinn, Jan, weil nichts ist so. Nichts. Aber bring das mal kleinen Kindern bei. Halt, stopp, bitte helfen Sie mir. Halt, stopp, ich benötige Ihre Hilfe, bitte helfen Sie mir. Nein, es geht doch einfach ums Prinzip. Keine Ahnung, Alter. Früher haben sie sich darüber aufgeregt, wenn Kinder, oder heute regen sich darüber auf, wenn Kinder Horrorspiele spielen oder was weiß ich nicht alles. Ja, aber die müssen sich auf RTL diese Hartz-IV-Scheiße reinziehen. Ja, das ist viel schlimmer, als wenn sie ein Killerspiel spielen, Alter. So ein Schwachsinn. Familienbrennpunkt. Bauer sucht Frau. Oh, kommen bald die neuen Folgen. Ja, so ein Schwachsinn, Alter, weißt du. Oder genauso Supertalent. Oder hier Model-Kacke. Wie heißt es hier? Germany Next Top Model. Ja, weißt du, und jedes Kind hungert sich ab wegen so einer Scheiße, weil sie so aussehen wollen wie die. Alle so abgehungert, das sehen alle hässlich aus, weißt du? Ach so, aber das ist nicht schädlich für unsere Kinder, oder was? Nein. Ganz ehrlich, Leute, nächstes Video werde ich wieder über was anderes reden, aber ganz ehrlich, ja, unsere Verbraucherschutzzentrale kümmert sich lieber um Datenschutz oder um irgendwelchen anderen Scheiß, ist ja auch alles wichtig. Aber ich finde, seit Jahren wird nur noch Scheiße im Fernsehen gezeigt. Und darum sollten sie sich vielleicht auch mal kümmern. Dass sie sich da um Microsoft kümmern, den Abschluss dazu sagen, ist vielleicht richtig. Aber ich sage, es gibt genug Sachen, die wichtiger sind zurzeit. Ja? So. Und wo sich die Verbraucherzentrale wirklich mal drum zu kümmern hat, wie mal vernünftiges Fernsehen wieder und RTL und denen mal verbieten, irgendeine Scheiße zu schreiben in der Presse und all so eine Kacke. Ja, alles, was falsch bildet, ja, hat auch was mit Verbraucherschutz zu tun, weil wir konsumieren das und durch den Konsum wird unsere ganze Bevölkerung dumm und naiv. So. Ja, gehört vielleicht nicht in denen ihre Sparte, aber gehört einfach dazu. Ich finde, es gibt einfach andere Sachen, da sollten sie sich drum kümmern. So, jetzt haben wir hier mal in Rage geredet. So, ja, jetzt muss ich ja mal ein Stück Käffchen nehmen. So. Oh Gott, 20 Minuten Folge schon. Und ich sage, dann bald ihre Baldrier an. Auch wenn ich mir den jetzt noch reinhaue, Alter, dann drehe ich völlig durch. Nein, damit sagen wir vielen Dank fürs Einschalten und Leute, es gibt einfach andere Punkte, die einfach wichtiger sind, um sich darum zu kümmern, ob Microsoft Sachen abfragt oder nicht abfragt. Und darum geht's einfach. Ja, ich meine, jeder will, Windows läuft zu scheiße, weißt du? Windows fragt Daten ab, um zu sehen, was kann man verbessern. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, aber ich finde, es geht einfach darum, ich finde, es gibt Sachen, da sollte man sich seit Jahren drum kümmern, wie zum Beispiel diese 0190er-Werbung, ja, die muss aus diesem Fernseher raus, oder wie zum Beispiel dieses Familien im Brennpunkt und diesen ganzen Scheiß, Alter, so lebt kein Mensch in Deutschland, das ist einfach Lügerei hoch drei und das muss einfach aufhören. So, und wenn diese Punkte nicht so langsam aufhören, dann verblödet unsere eigenen Kinder, weil sie an so eine Scheiße glauben, wie da die Polizei rumfährt und macht so eine Sachen. Ja, schon klar. Als wenn die Polizei sich ins Fernsehen stellt, ja. Schon vollkommen klar. Eine Behörde geht ins Fernsehen. Meine Mutter auch. So, und damit sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal hier bei Landwirtschaftssimulator. Bis dann, tschüss. Tschüss.